Hallo, Servus, grüß Gott zu Haus zum zweiten Rennen. Das war ein bisschen peinlich gerade. Naja, zum zweiten Rennen hier in F1 2010. Der erste Voice Crack wäre schon mal erledigt in diesem Video. Und ja, wir starten von Platz 10. Ich muss gerade noch mal eben alles zusammenkriegen, denn zwischen Qualifying und Rennen liegt wieder ein bisschen Zeit. Genau, wir hatten ein verregnetes Q2, waren da irgendwie aus irgendeinem Grund ganz vorne und sind dann in Q3 keine Runde mehr gefahren. Das hat uns am Ende dann Platz 10 und frischere Reifen beschert. Seht ihr auch hier 100%. Ja, das heißt, theoretisch geht's heute auf Verteidigen fahren, um diesen Punkt da vielleicht mitzunehmen. Ist natürlich ein bisschen optimistisch immer noch, trotz des guten Beginns. Also dieses Qualifying und Bahrain und so weiter mitgezählt, natürlich alles zusammen, war es ein echt guter Beginn, den wir heute natürlich umso besser machen können. Aber wir sollten trotzdem daran denken, doch eher nach hinten zu schauen als nach vorne. Ich bin aber ganz optimistisch, dass wir das Ziel wieder 18. oder besser in Klammern erreichen. Also Platz 18, das muss drin sein, wenn wir nicht gerade ausscheiden. Und jetzt würde ich auch sagen, genug geplappert. Auf geht's zum... Was soll das denn? Das habe ich doch eben schon gelesen. Auf geht's zum spannendsten Teil des Wochenendes, zum Rennen. Bin ja mal echt gespannt. Also jetzt am Start nicht zu viel riskieren, denn es besteht ja nur mal die Möglichkeit, den Punkt mitzunehmen. Oder zwei. Mal gucken. Bei Alonso sitzt schon mal keiner im Auto. Das ist gut. Das heißt, den haben wir schon mal überholt. Zum Kollege sind auf 21. Vettel von Pole. Alonso in der Startreihe 1 auf 2. Und wir schauen mal, was wir vom Platz 10 jetzt schaffen. Am Start jetzt bloß nicht zu viel riskieren. Und los geht's. Und ich habe schon wieder vergessen, dass hier keine extra Ampel angezeigt wird. Hier muss man noch mit der Ampel, die ganz vorne ist, leben. Start nicht so gut geglückt. Jetzt, oh, beim Anbremsen der Schumacher extrem, extrem spät auf der, spät sage ich, früh auf der Bremse. Und wir haben ein paar Positionen echt eingebüßt. Und das geht so weiter. Da kommt natürlich der Weber noch von hinten. Der hat enttäuscht im ersten Quatsch, im Qualifying. Im Qualifying. Also der Start, alles andere als geglückt, sind zurückgefallen auf die 13. Jo, Kobayashi jetzt fahrbar dann auch. Können wir eventuell noch versuchen, an dem wieder vorbeizuziehen, aber ich glaube danach, das haben wir geschafft, danach wird es aber schon schwer. Dann davor liegen die beiden Renault und die beiden von India. Sutil hat einen guten Start gehabt. Ich weiß gar nicht mehr, von wo der kam. Ja, Warnung, abkürzen leckt mich. Und hinter uns drückt schon der Kamui. Durch die Kurve sind wir jetzt aber deutlich besser gekommen, auch als die Renaults vor uns. Kubica ist 11. Also Petrov hat sich da auch den Kubica geschnappt. Petrov hat auch einen guten Start erwischt. Von 14 kam der, oder von 13. Kubica, der kam ja von 8 eigentlich. Jetzt sind wir am Ende der ersten Runde doch wieder dran. Am 11., 10., 9., 8. Weber, der ist... Ne, Moment, Weber ist wieder hinter uns zurückgefallen. Ich wollte gerade sagen, Weber hat einen super Start gehabt. Aber es war nicht Weber, der da vorne fuhr. Das ist Schumacher in dem dunklen Auto. Das heißt, beide Force India haben im Prinzip einen richtig guten Start erwischt. Weil Liuzzi müsste dann vor dem liegen und das wäre dann für Liuzzi Platz 7. Und für Sutil Platz 9, wobei ich da wie gesagt vergessen habe, von wo der eigentlich kam. Von 11 war es nicht, da ist Rosberg gestanden. Wo der abgeblieben ist, weiß ich auch nicht. Oh, Petrov ist da nicht gut durch die Kurve gegangen. Und jetzt können wir vielleicht... Hilfe! Ah, Kubica leider wieder durchgegangen. Das hat Zeit gekostet. Kobayashi hängt uns jetzt wieder im Arsch. Danke, ich kann lesen, lieber Renningenieur. Aber danke für den Hinweis, dass ich auf Position 12 stehe. Liege oder fahre. Selbe Situation wie eben. Kobayashi hängt uns da im Getriebe. Durch die Kurve fahren die irgendwie sehr langsam.
jetzt auch gerade wieder leicht touchiert. In der Kurve können wir mal Zeit gewinnen jetzt. Das geht nicht ohne Berührung heute. Ja, eventuell können wir es wagen gegen Kubica. Jawohl, jetzt haben wir ihn. Mal aufpassen, der Renault war immer ein Auto, was recht schnell war auf den Graben. Der Gegenangriff. Kommt er oder kommt er nicht? Ja, halbherzig. Jetzt kommt er außen. Das sollte aber nicht klappen. Nein, jetzt haben wir vorerst Platz 11 mal gerettet. Das ist die Frage. Ist der andere Renault, der Petrov, der sich ja schon so ein bisschen verflüchtigt hat, ist der noch machbar oder kommen stattdessen doch wieder die von hinten? Gleich kommt ja wieder unsere Kurve, wo wir Zeit gut machen können. Petrov kommt auch, das Gefühl, nicht so ganz mit den Fuß in dir hinterher. Also dafür, dass Robert Kubica hier in Real, also nicht im Geschäft, sondern in der Realität, Zweiter geworden ist, sieht das für die Renaults irgendwie alles andere als rosig aus hier. Ui! So. Aber ich befürchte fast, dass Petrov zu weit weg ist. Dafür ist das Auto zu gut und von Petrov und ja. Mal schauen. Also jetzt gerade waren es 3,9. Der Sektor 2. Und den Sektor 3 machen wir eigentlich durch diese eine Kurve eben am meisten Zeit gut. Und das ist jetzt 3,5. Wobei wir uns auch von Kubica ein bisschen entfernen konnten. Das immerhin. Kubica, nein, Petrov ist jetzt laut Karte und auch nach dem, was ich gerade eben ganz kurz gesehen habe, doch nicht mehr so weit entfernt vom Vorhinfahren. Was ich glaube, dass es subtil ist. Baut aber den Abstand auf uns wieder auf 4 Sekunden aus. Aber interessant, Kubica kommt nicht hinterher. Der hat jetzt 2,5 Sekunden Abstand. Petrov, jetzt ist er doch recht flugs unterwegs. Ach, Verwarnung, ist doch lächerlich. Weil Petrov jetzt doch deutlich schneller war als Kubica und eben sich auch dem Force India vor ihm nähert. Und jetzt sehe ich auf der Karte, ist er sogar ganz nah dran. Hat auch den Abstand auf uns ist natürlich wieder um 15 ausgebaut, aber auch Kubica ist reingekommen. Das hängt auch ein bisschen mit dem Fehler zusammen. Und schaut mal, Kubica jetzt direkt dran an Sutil. So, wenn die es sich jetzt geben, wir können die schon deutlich besser sehen, dann kommen wir vielleicht doch ganz schnell wieder ran, denn jetzt sind die Autos schon wieder deutlich besser erkennbar. Das dürften weitaus weniger als 3 Sekunden jetzt sein, die wir Abstand haben. 2 müssten es noch sein. Mehr als 2. 2,5. Ja, ein bisschen mehr als 2,5. Kubica hinten 1,7, also im Vergleich zur letzten Runde kaum was verändert. Innerhalb der Sektoren hat sich halt einiges getan zwischen uns beiden. Und Petrov ist jetzt außenrum vorbei an Sutil. Also der Renault scheint jetzt zumindest bei Petrov besser zu funktionieren. Denn da hat er ja in 7 Meilenstiefeln auf den Sutil aufgeholt. Wir profitieren natürlich auch. Der Abstand unter 2 Sekunden geschrumpft von dem Duell, weil noch muss Petrov sich auch verteidigen gegen Sutil. Der hat das noch nicht ganz aufgegeben. Muss er aber jetzt bald. Die Punkte sind noch in Reichweite. Zweiter Sektor ist nicht unserer. Absolut nicht. Dafür dann eben die Kurve, die direkt nach dem Messpunkt von Sektor 2 kommt. Petrov, ja, jetzt kommt er langsam weg von Sutil und wir kommen langsam ran.
Und Petrov geht in... Aha. Petrov geht jetzt in die Box. Die Reifen schienen aber ja noch gut zu gehen, so wie der angegast hat. Naja. Petrov also der Erste in der Box. Sehr, sehr früh eigentlich. Also... Gut, die Harten werden ein bisschen aushalten. Die Reichen... Die Weichen hätten ja auch noch gekonnt. Also Thiel zieht jetzt wieder weg. Also prinzipiell ist der HLT nicht gut genug für Punkte, auch wenn wir gerade in den Punkterang sind. Um nochmal auf das Reifenthema zurückzukommen. Also vielleicht fährt der Petrov jetzt wirklich mit einem frühen Stopp die Harten bis zum Ende durch. Muss er eigentlich, sonst ist das Rennen für den Arsch. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass die Reifen jetzt schon am Arsch sind. Und Kubica, Kubica kommt näher und Sutil hat sich da mal ordentlich abgesetzt. Nicht zuletzt wegen dem Fehler, den wir gerade eben wieder gemacht haben und der wieder, wo wir wieder für Abkürzen verwarnt wurden. Das ist dieses lächerliche Codemaster-System. Aber es ist auch so, wir kommen von der Pace her, außer eben in dieser Kurve da, die wir gerade eben wieder durchfahren haben, nicht so richtig hinterher. Wie sich das halt im HRT auf Legende KI auch eigentlich gehört. Die Frage ist nur, wenn der Petrov, der jetzt auch nicht so weit vor uns war, durch den frühen Stopp ist er natürlich auch in eine Verkehrssituation, so nenne ich es jetzt einfach mal, geraten, wo die Autos noch enger beisammen sind. Wenn der also jetzt Verkehr hat und erstmal nicht dran vorbeikäme, hätten wir vielleicht gegen den noch eine Chance, müsste man abwarten. Gegen Sutil haben wir offensichtlich keine, der fährt jetzt wieder weg. Stattdessen müssen wir, glaube ich, auch wieder mehr nach hinten schauen, weil Kubica lässt sich jetzt auch nicht mehr so richtig abschütteln. Deine Bremsen liegen im optimalen Temperaturfenster. 3,2 und 1,9. Also wie gesagt, der zweite Sektor ist ja gar nicht unserer, der erste, ja im Vergleich zu Kubica geht's, aber im Vergleich zu den vor uns Fahrern, Petrov und Sutil, hat das noch nie richtig hingehauen im ersten Sektor. Aber jetzt hat Kubica richtig Zeit gut gemacht im zweiten Sektor. Dafür kam dann Sutil gar nicht so gut da weg. Also es ist ziemlich unterschiedlich unter den Autos, wer besser durch welchen Sektor kommt. Und für uns, jetzt wird sich der erste Reifen, färbt sich jetzt schon orange. Das heißt, jetzt wird es langsam Zeit. So, ich habe vergessen, wie der Vorsprung von Sutil nach der letzten Runde war. Wir fahren eine persönliche Bestzeit. Moment, das sind jetzt 2,3. Ich glaube, in der letzten Runde waren es 2,9. Kubica 1,4. Das könnte auch ungefähr der Abstand zur letzten Runde gewesen sein. Sind wir doch nicht so ganz chancenlos gegen Sutil haben, aber eben das Problem, dass da hinten der Kubica auch langsam weiß, wie man den Renault schneller bewegt. Naja. Sektor 1 war jetzt mies, weil Sutil hat fast denselben Abstand wiederhergestellt aus einem größeren... also hat mehr Zeit rausgeholt als letzte Runde. Haben wir gegenüber Kubica aber interessanterweise auch. Aber der ist jetzt wieder dran hier im zweiten Sektor. Also zweiter Sektor wirklich ganz schlimm für den HLT. Hilfe. Im zweiten Sektor, ich habe es auch schon angemerkt, ist der Kubica auch schneller als der Sutil. Also wenn man jetzt vergleicht, wie viel Zeit ich auf beide verliere im zweiten Sektor. Sutil kommt rein, wir kommen auch rein. Kubica kommt auch rein. Es sind nicht viele weitergefahren, glaube ich. Alonso ist halt noch... Gut, klar, ein paar fahren auch schon wieder raus, während wir überhaupt erst ans Reingehen denken konnten. So, zack, hinein. Reifen ab, Reifen drauf.
Jetzt bitte nicht zu lang da blöd rumsteht. Da ist der Kubica. Ach Gott, nein. Und da hinten fuhr auch Petrov. Da habe ich ihn gerade bei einem Manöver gesehen und wir haben die Position gegen Kubica verloren. Und ich weiß gar nicht, gegen wen womöglich noch. Ich weiß ja nicht, ob die da jetzt vor uns sind, nicht alle schon an der Box waren. Hinter uns ist jetzt Weber. Das ist natürlich auch ein sehr interessanter Gegner. Weber, also Red Bull gegen HRT, ich freue mich. Vor Kubica fährt ein Sauber. Ja, okay, das gebe ich zu, das war abkürzen. Vor Kubica fährt ein Sauber und das müsste ja, nach den ersten Runden, nach den Eindrücken, Kobayashi sein. Da vorne habe ich auch Petrov gesehen und der fuhr von einem Fass in. Das wird dann Sutil gewesen sein, also das ist geblieben. Das heißt, Petrov wurde nicht so wirklich aufgehalten. Und knapp davor fährt auch wer. Oh, jetzt wäre Kubica fast in den... Ja, Kobayashi ist es reingerauscht und das können wir zum Vorteil nutzen. Kobayashi war noch nicht an der Box, hat nämlich noch die weichen Reifen drauf. Das ist schon mal gut, aber wir kriegen ihn ja auch so... Ui! Da tauchte der Frontflügel wieder auf. Jetzt müssten wir ihn aber haben. Da haben wir jetzt wirklich Schwein gehabt. Das ist ein Lotus. Da vorne. Den sich der Petrov jetzt auch gekrallt hat. Und den sich der Sutil jetzt gerne krallen möchte, da mit den Schlangenlinien, die er fährt. Ja, und wenn der dann in die Box kommt, dann wäre das auch wieder hergestellt. Dann wären wir wieder Elfter. Aber jetzt ist nämlich das, was ich eben eigentlich für Petrov angedacht hatte. Jetzt steckt Sutil im Verkehr mit dem Lotus. Und solange er da nicht vorbeikommt, können wir eventuell ein bisschen aufholen. Haben wir es eben gesehen, wie gut das geht, wenn sich zwei Autos behaken. Mary Kobayashi und Kubica. Wobei der Trulli oder der Kovalainen, wie auch immer das ist, auf jeden Fall der Lotus, auch ganz gut mit dem Renault jetzt mithält und den Foss India im ersten Sektor mal ein bisschen auf Abstand hält. Jetzt ist allerdings Sutil wieder direkt dran. Aber der Lotus, der wehrt sich. Das ist schön, dass der nicht einfach Platz macht, nur weil er sowieso gleich die Position verliert. Ui! Nein, Sutil bleibt dahinter und kann deshalb aus dem eigentlichen Vorteil, den er gegenüber uns im zweiten Sektor einfach aus Normalprinzip schon hat, nicht nutzen. Jetzt haben wir so eine ähnliche Situation wie schon Runde zuvor bei Kubica und Kobayashi. Wir hängen jetzt dran. Jetzt haben wir die Chance, eventuell doch nochmal nach dem einen Punkt zu greifen. Ich schätze, dass der Lotus jetzt reingeht. Wenn nicht, wäre das natürlich fantastisch. Wenn er noch eine Runde durchhält. Kovalainen. Und er hält noch eine Runde. Und wir könnten... Oh, Sutil. Na, hier geht's nicht. Und auf der Geraden geht's sowieso nicht. Gegen das Mercedes-bepowerte Ding da mit unserem Cosworth-Motor kommen wir noch nicht weit. Obwohl der auch schnell sein kann. Frag mal die Williams mit ihrem 2.6er-Motor von Cosworth. Samt Karosserie. War ein fallschnelles Ding, nur leider nicht besonders haltbar. Ui! Da habe ich zu spät gemerkt, was hier abgehen könnte. Zum Glück ist es gut gegangen. Oh! Sutil hat da abgebremst in der Kurve. Jetzt könnte die Attacke folgen. Und das ist nämlich das, was ich meine. Wie schnell du von so einem Duell profitieren kannst. Schau mal, wie der Kovalainen weggezogen ist. Aber jetzt ist mal erstmal Fakt. Wir sind an Sutil vorbei. Und wenn der Kovalainen dann endlich mal an die Box geht, hätten wir doch diesen Punkt. Hätten wir unseren Startplatz erstmal wieder. Und hätten tatsächlich diesen einen Punkt, der so traumhaft schön wäre. Und der es Lotus und Virgin richtig schwer machen würde. Erstmal wieder. Nicht nur Lotus und Virgin. So wie sie sich bisher präsentieren, würde das vielleicht auch für Toro Rosso ein paar Probleme bedeuten. Aber das bleibt abzuwarten. Die haben ja schon eine Steigerung gezeigt im Vergleich zu Bahrain. Ich weiß gar nicht, wo sie sich jetzt befinden. Wahrscheinlich irgendwo zwischen 15 und 18. Wenn alles Boxenstopp bereinigt ist, meine ich. Jetzt kommt Kovalainen rein. Das heißt, jetzt übernehmen wir Position 10 und Sutil ist nicht ganz hinterhergekommen, hat eine kleine Lücke aufreißen lassen müssen. Das
Das heißt, jetzt gerade sind wir auf dem Weg, diesen Punkt mitzunehmen. Aber wir haben noch einige Runden, die wir womöglich verteidigen müssen. Jetzt muss Sotil erstmal wieder rankommen. Gut, die Situation kennen wir jetzt mit Kubica. Apropos Kubica, der hängt dem Sotil im Getriebe. Ich glaube, der möchte jetzt auch in nächster Zeit mal angreifen. Dem entwischt natürlich auch der Petrov. Das ist sowieso eine kleine Überraschung. Der Petrov stellt den Kubica deutlich in den Schatten. War auch am Anfang des Rennens halt deutlich schneller. Hat schon den Start gewonnen. Ich meine, Kubica kam von Platz 8, ist jetzt 12. Und Petrov kam eben hier von 12, 13, 14, ist jetzt 9. Den Petrov werden wir auch nicht gefährden können. Die Frage ist nur, was macht der Sutil Train damit? Kubica, Kobayashi und Weber hinten dran. Die behaken sich. Ich sehe das ja auf der Karte. Und dachte ich, kommen wir ganz ordentlich da weg. Ich meine, wie gesagt, Petrov jagen, das haben wir schon mal am Anfang des Rennens versucht. Das hat nicht funktioniert. Kurz danach hat er sich nämlich in Sutil geschnappt und war über alle Berge. Aber gegen Sutil kann das was geben. Gegen Petrov schaffen wir nicht mehr mit unserem vermeintlichen Vorteil in dieser Kurve nach dem Sektor 2-Messpunkt was auszurichten. Also das spricht, glaube ich, schon deutliche Bände. Sutil dagegen, der sich jetzt ein bisschen abgesetzt hat. Gegen den haben wir einiges rausgeholt. Wenn der jetzt aber wieder freifahren kann, ohne nach hinten zu schauen. Wenn die ihm nicht wieder auf die Pelle rücken, ist das gut für ihn. Dann kann er auch wieder auf uns, oder tut er schon. 1,5 Sekunden hat er gewonnen im ersten Sektor. War damit auch schneller als Petrov. Eine halbe Sekunde oder so. Sutil war ja sowieso der, der im ersten Sektor so schneller war schon als Kubica. Dafür im zweiten Sektor nicht so schnell war wie, ja, wie die Renault, zumindest wie Kubica. Petrov war ja schon über alle Berge, kann ich nicht beurteilen. Ist auch jetzt so, hat gar nicht so viel Zeit gut gemacht. Petrov war da gar nicht mal so viel schneller. Ja doch, doch. Hab einen falschen Abstand im Kopf gehabt, doch, er war ein ganzes Stück schneller, ein paar Zehntel. 3 oder 4 Zehntel war er schneller. Der Abstand vorige Runde. Auf Petrov waren es 5,6, glaube ich. Petrov sind jetzt deutlich mehr. 7,9 und 3,3 auf Sutil. Wenn der in dem Maße weiter aufholt, dann ist er noch dran, bevor das Rennen beendet wird. Dem gehört halt wirklich der erste Sektor. Der kann im zweiten Sektor nicht so viel Profit schlagen. Aber in den meisten Fällen schafft er das dafür. Ah, Warnung, ja. Okay. Im ersten Sektor wollte ich sagen, aber diesmal hat er nur 2 Zehntel rausgeholt. Petrov dagegen hat direkt mal wieder 6 Zehntel rausgeholt. Sutil aber hat immer noch freie Fahrt. Also Kubica ist dann nicht in Sicht, jedenfalls nicht in direkter Sicht auf der Karte. Zweiter Sektor Sutil, ja. Jetzt hat er mal 6 Zehntel rausgeholt. Petrov habe ich vergessen. Auch so um die 6 Zehntel, glaube ich. Drei letzte. Petrov ist der in der Box. Da ist... Das ist Petrov, oder? Ja! Petrov ist nochmal in die Box gegangen. Und ich habe mich schon über diesen frühen Boxstopp gewundert. Der Abstand auf Sutil ist auf 4 Sekunden gewachsen. Hat der echt eine 2-Stops durchgezogen? Erklärt das den Speed, den der gehen konnte gerade eben? Weil der war ja auch um einiges schneller als Sutil. Verglichen mit uns will ich ja gar nicht anfangen. Halt vom Auto her, das muss er, da muss er schneller sein. Wobei Sutil das ja auch nicht gebogen kriegt, aber
der natürlich einen Reifenvorteil gegenüber uns hatte, ist das wieder was anderes. Sutil kann nicht mehr so viel Profit aus dem ersten Sektor schlagen. Mal gucken, müssen mal gucken, ob der jetzt vielleicht dafür mehr aus dem zweiten Sektor rausholt. Oh, wir müssten langsam mit den Warnungen aufpassen. Die ich nach wie vor, abgesehen von 2-3, da gebe ich es wirklich zu, da habe ich ein bisschen hart die Grenzen überschritten. Aber viele, vor allen Dingen eben an der Stelle, wo es gerade wieder war, ja, Sutil holt jetzt mehr im zweiten Sektor raus. An der Stelle, wo es gerade eben wieder eine Warnung gab, das ist für mich nicht nachvollziehbar. Ich verliere dabei nur Zeit, wenn ich aufs Gras komme. Da habe ich überhaupt keinen Vorteil. Aber das ist eben diese Codemasters-Logik. Die haben sie auch jahrelang in der Kurve weitergeführt. Glückwunsch an dieser Stelle und vielen Dank. Hat mich schon einiges an Frust gekostet. Und wir gehen jetzt in Runde 16. 4,0 der Abstand auf Sutil. Letzte Runde, davor 3,3. Davor 3,9. Jetzt waren wir auch deutlich langsamer von der eigenen Rundenzeit her. 3,5. Aber jetzt muss er natürlich auch langsam kommen. Andererseits soll er mal. Allen Anschein nach gelingt es ihm jetzt gut, den Kubica hinter sich zu halten. Und wir wären trotz eines Positionsverlusts gegen Sutil immer noch in den Punkten. Wir hätten ja plötzlich 2 Punkte. Erster Sektor, 15. verloren. Zu Schumacher, den habe ich jetzt nicht wirklich verfolgt. Ich glaube aber dann schon mehrmals die 15 vorne gesehen zu haben. Das heißt, da bleibt der Abstand einigermaßen gleich. Am Anfang war es sogar noch die 14. Und das ist eine 16. Unser Ziel wieder 14. gut gemacht. Diesmal also wieder mehr im ersten Sektor als im zweiten. Die Frage, gehen da noch mehr auf zwei Stop oder war der Petrov da mehr oder weniger der Einzige? Achtung, Abstand. Auf Sutil. Nur noch 2,6. Ich habe es gerade eben gesagt, jetzt muss er kommen und Schubs holt den eben 19. raus, über eine Runde gesehen. Hat sogar im dritten Sektor kaum Zeit verloren. Da, wo wir eben eigentlich durch diese eine Kurve am meisten gut machen können und das auch gegen Schumacher getan haben. Ja, Sutil könnte doch nochmal ein Problemfall werden. Und einige Runden gibt es noch. 2,9. Jetzt hat er aber im ersten Sektor mal Zeit liegen lassen. Das ist irgendwie ganz schön unkonstant, was hier vor sich geht. Ich meine, das soll mir recht sein. Wenn die Gegner unkonstant fahren, ist die Wahrscheinlichkeit geringer, dass sie nochmal rankommen. Letzte Runde war es 2,6 in dem Sektor. Da ist es ihm aber halt auch gelungen, im letzten Sektor das beizubehalten. Hamilton ist jetzt 8. Oh, dann war der vielleicht auch mit 2 Stops unterwegs oder hat einen Fehler gemacht. Oder war einfach langsam. 3-2, also jetzt haben wir den Abstand wieder ausgebaut. Ich sag's ja, Unkonstanz ist hier irgendwie das Wort des Rennens. Von der wir, solange wir die Rundenzeiten einigermaßen durchziehen, ich meine, ein paar waren jetzt bei uns auch wieder langsamer, ne? Aber solange wir die einigermaßen beibehalten können, profitieren wir natürlich von der Konstanz der Gegner. 3-1, kaum Zeit gut gemacht im ersten Sektor. Und Hamilton verliert. Aber es kann halt sein, dass der in der Box war. Und jetzt gleich im zweiten Sektor das Ganze aber wieder ein bisschen herstellt. Weil wenn der ein richtiges Problem hätte, wäre ich ihm schon begegnet.
2,6. Im zweiten Sektor bleibt der Abstand zu Hamilton gleich. Okay. Aber ebenso subtil, der hat jetzt 5 Zehntel gut gemacht. Der fährt aber auch alleine. Also Kubica hat da keine wirkliche Chance, wenn der überhaupt noch hinter ihm fährt, von der Position her gesehen. Wenn das nicht mittlerweile ein Weber Kobayashi oder sonst wer ist. Mal schauen auf den Abstand. 3,2 nach der letzten Runde. Hamilton 15,0. Ja, bei dem achte ich jetzt nochmal in dieser Runde drauf, der Hamilton irgendwie, schätze ich, dass er nochmal in der Box war. Reifen jetzt auf Temperatur haben müsste und jetzt dann auch zumindest in den ersten beiden Sektoren davonziehen sollte. Im dritten Sektor haben wir halt durch diese eine Kurve wirklich einen enormen Vorteil. Das ist nicht die einzige Strecke und auch nicht das einzige Spiel. Das haben auch schon die Spielentwickler vor Codemasters geschafft, solche Kurvenvorteile in ihre Spiele einzubauen. So, gegen Hamilton haben wir jetzt 7 Zehntel verloren, gegen Subtil 4. Aber wir sind auch schon in Runde 19. Der erste Reifen, das ist wieder der linke vordere, baut jetzt leicht ab, aber das ist kein Problem. Hamilton zieht jetzt weg und Subtil kommt dafür näher ran. Der hält das jetzt im zweiten Sektor relativ konstant. Der hält da immer so einen Abstand von 2,6. Aber im ersten und im dritten Sektor variiert das. 3,5 waren es ja, glaube ich, nach der letzten Runde. Jetzt war ich aber kurz im Kies und man kann schon auf der Karte sehen, jetzt ist er deutlich näher dran als letzte Runde. Meine ich zumindest. Doch, das muss so sein. Das müssten sogar unter 3 Sekunden Abstand sein. Und so viel kann der Kies aus Rhythmus auch nicht gekostet haben. 2,2, ui. Also ein bisschen hat er schon gekostet, aber... Na gut, andererseits, es waren nur 4 Zehntel, aber natürlich in dem Sektor, wo ich, wenn dann, eigentlich Zeit gut machen müsste. In dem einen Sektor. Das heißt, die Chance in den letzten 3 Runden ist doch nochmal da für Subtil. Aber jetzt hat er, glaube ich, wieder im ersten Sektor nicht besonders viel rausgeholt. Nee, im Gegenteil, hat verloren. 2,6. Hamilton, auf den müssen wir jetzt schauen, dass der jetzt wegzieht, ist klar. Und dass der sowieso zu weit weg gewesen wäre, ist auch klar. Mittlerweile schaffen wir es, warnungsfrei durch die Runden zu kommen. Ich sage das besser nicht zu laut. Und jetzt ist auch wieder Schumacher Achter. Das heißt, vielleicht war Hamilton doch nicht an der Box, sondern die waren in ein Duell verwickelt. Oder Hamilton war in der Box und ist knapp hinter Schumacher rausgekommen. Und hat ihn sich jetzt mit den besseren Reifen wieder geschnappt. Das weiß ich wirklich nicht. Ich habe jetzt auch vergessen, auf den Abstand zu achten. Zwischen Subtil und mir. Wenn ich aber rein von der Karte her schaue, ist der jetzt größer als letzte Runde an diesem Standort hier. Das waren 2,2. Oh, und auch der 11-Platzierte, den ich einfach mal für Kubica halten möchte, nähert sich wieder. Also 2,2 nach der letzten Runde. 3,1. Und jetzt sind es noch 3 Runden zu gehen. 2 volle und die gerade angefangen, ne? Oh, diesmal habe ich spät gebremst. Kurve auch nicht optimal erwischt, aber... hielt sich noch in Grenzen der Schaden. Aber Subtil hat aufgeholt, das kann man sehen. Ja, und wie? 2,2, da sind die 2,2 wieder. 9 Zehntel. Im ersten Sektor. Er müsste es bei so einem Abstand mal schaffen, oder nochmal schaffen, den Abstand nach der Kurve, beziehungsweise nach dem dritten Sektor gleich zu halten. Oder sogar zu verringern. Bei einem Stand von 1,7. Wenn er das dann schaffen würde, weißt du, das kann ich euch jetzt schon sagen, das sieht man auf der Karte nicht geschafft hat. Wenn er das aber mal schaffen würde und dann im ersten und zweiten Sektor wieder dran wäre, dann hätte der schon so eine Chance, uns zu attackieren. Schauen mal auf
Köpfen Abstand jetzt, dass der aufgeholt hat und vielleicht zur letzten Runde, wo es noch 3-1 war, ist klar. Nur wie viel? Und wie viel im Vergleich zum letzten Sektor? Vielleicht dazu hat er 2-8. Oh, weil wir so viel gewonnen. Über die Runde gesehen, nur 3/10. So langsam können wir uns ein bisschen entspannen, wollte ich gerade sagen. Und da habe ich sogar das Auto weggeschmissen. Sah nicht so spektakulär aus, wie es sich angefühlt hat. Zwei Zehntel gewonnen im ersten Sektor. Also wenn wir keinen riesen Fehler mehr einbauen, kriegen wir das hier aus eigener Kraft nach Hause. Und zwei Punkte für HRT im zweiten Rennen, das wäre natürlich schon eine Riesensache. Das mit dem bei anderen Teams auf sich aufmerksam machen, ne? Das hat er wieder aufgeholt. 2-4 der Abstand. Auf sich aufmerksam machen, das habe ich schon in beiden F1-Teilen, die ich bisher mache, erwähnt. Das brauche ich nicht mehr zu erwähnen. Aber es hilft natürlich auch eben bei diesem Levelaufstieg. 2-4 im letzten Sektor, 2-8 nach der letzten Runde. Wie schaut's jetzt aus? Sieben. Und die letzte Runde hat begonnen, aber wenn wir jetzt keinen riesen Bock schießen, dann kriegt er uns nicht mehr, der Sutil. Dann hätten wir zwei Punkte im Sack. Zwei Punkte, die es, wie ich schon erwähnt habe, Lotus und Virgin auf jeden Fall mal schwierig machen. Und die eventuell auch Toro Rosso unter Druck setzen könnten. Ich wollte gerade eben noch ganz kurz Williams erwähnen, wegen der schwachen Performance an diesem Wochenende, aber ich habe vergessen, Hülkenberg war ja 9. im ersten Rennen. Die kriegen wir also nicht mit zwei Punkten unter Druck gesetzt. Also immer höchstens punktgleich, und da hat Williams dann schon ein Auto, was wirklich gut genug ist, um in den anderen Rennwochenenden wieder deutlich besser dazustehen und die nächsten Punkte einzufahren. Aber so, Sebastian Vettel gewinnt das Rennen, Glückwunsch. Buh. Und was wollte ich sagen? Wollte ich was sagen? Ja. Aber eben zu Toro Rosso, vielleicht kann man die damit ein bisschen ärgern. Für Force India. Wo ist Stützi abgeblieben? Der muss irgendwo da vorne sein. Auf 6 oder 7. Für die sieht es richtig gut aus. Die holen Punkte mit Sutil und mehrere Punkte mit Luzzi. Jedenfalls glaube ich das. Ja, der muss da vorne irgendwo sein. Aber Fakt ist auch, wir haben es nicht verkackt und wir dürfen uns über zwei Punkte für das Mini-Team HRT freuen. Das ist ein super Ergebnis. Also mit das Australien können wir uns in beiden Teilen anfreunden. Nach einem schlechten Start haben wir es dann doch noch geschafft, das umzukehren. Auch profitiert vom zweiten Boxer von Petrov. Der ist wieder Elfter. Also das ist eine Klatsche für Kubica, auch wenn Petrov selber keine Punkte holen konnte. Petrov hat zwei Stops gemacht, kam von Platz 13 und hat Kubica, der von Platz 8 gestartet ist und nur einen Stop gemacht hat, das möchte ich jedenfalls behaupten, trotzdem in Schach gehalten. Also Hut ab vor Petrov, und es hätte besser ausgehen können für ihn. Der hätte die zwei Punkte hier hätte der auf jeden Fall mitnehmen können, die wir am Ende geholt haben. Aber ja, so nehmen wir die halt mit, sind ja gerne die Profiteure. Wir schauen mal. Vettel, Alonso, Massa. Button, Rosberg auf 5. Vor Platz 7 gestartet. Ich hatte irgendwie Platz 11 im Kopf. Wer war denn 11? Ach so, Sutil war 11. Okay, dann habe ich das falsch im Kopf gehabt. Dann war der Rosberg wahrscheinlich im Qualifying bei 2011, wenn wir auf 2011 Let's Play auf Platz 11 im Qualifying. Okay, dann war das ein Fehler von meiner Seite. Rosberg also 5. Luzzi 6. Ich habe es doch gesagt. Starkes Rennen von Luzzi und von Force India generell. Hamilton auf 7, Schumacher 8. Wir eben auf 9 dürfen feiern. Und 10. und mit 10. und holt noch damit einen Punkt ist Sutil. Petrov nach oder trotz starker Leistung geht leer aus. Kubica ebenso. Wird wie gesagt geklatscht vom Teamkollegen. Hülkenberg auf 13. Oje. Dann Buemi. Glock, starker 15. Tulli, 16. auch stark.
Kubasch und Weber und De La Rosa. Oh je, die werden noch einen zweiten Stopp eingelegt haben, würde ich behaupten. Weber, er hat echt ein Wochenende zum Vergessen gehabt. Barrichello ebenso auf 20, ganz, ganz schwach. Ja, Alguersuari stellt den Toro Rosso dahin, wo wir ihn schon öfters gesehen haben in diesem Let's Play, auf 21. Kovalainen, den haben wir kurz in den Punkterängen gesehen, am Ende ist er noch 22. Senna, unser Teamkollege auf 23, erhält immerhin noch Lucas Di Grassi auf der 24 hinter sich, gibt dem die rote Laterne. Und wir schauen mal, jetzt können wir uns auch die Konstrukteurswertung mal ein bisschen genauer anschauen. Vettel nach zwei Rennen, zwei Siegen, klar, die maximale Punkteausbeute, 50 Punkte auf der 1. Alonso, 33 Punkte. Das heißt, er war jetzt zwei, das heißt, er war im ersten Rennen Dritter. Ich habe es so nicht mehr im Kopf, deswegen rechne ich das gerade ein bisschen zusammen. Button auf 3 mit 30 Punkten, Rosberg dann auf 4 mit 18 Punkten, Massa auf 5 mit 16 Punkten. Ja gut, dem blieb ein besseres Ergebnis, der hatte einen Punkt aus Bahrain noch mitgenommen, dem blieb ein besseres Ergebnis, glaube ich, wegen mir verwehrt. Tut mir leid. Weber, heute punktlos, 6. mit 12 Punkten, Kubica, 7. mit 10 Punkten vor Schumacher, der ist 8. mit 10 Punkten, Lützi auf 9 mit 8 Punkten, Hamilton hat heute die ersten Punkte geholt und muss sich trotzdem hinter Lützi einordnen, weil auch der seine ersten Punkte geholt hat und vor Hamilton ins Ziel kam. Hamilton also zieht seine 6 Punkten. Petrov mit den 4 Punkten aus dem ersten Rennen. Da hätten heute halt noch 2 draufkommen können. Auf Platz 11. Dann kommen wir auf der 12 mit 2 Punkten. Punktgleich mit Hülkenberg, kommen vor Hülkenberg auch in die Wertung. Das liegt, glaube ich, daran, wir waren in Bahrain, wenn ich mich recht entsinne, 12. Und Hülkenberg heute 13. Deshalb. Ja, okay, das heißt, wir stehen theoretisch doch vor Williams. Müssen wir gleich mal schauen. Sutil 14. mit einem Punkt und Pedro La Rosa führt die Nullerliste an. Kovalainen, Buemi, Glock, Trulli, Alguersuari, Barrichello, Kobayashi und Lucas Di Grassi. Und Bruno Senna ist letzter. Glückwunsch. Konstrukteure. Ja, ich sehe schon, wir sind tatsächlich vor Williams. Red Bull führt 62 Punkte vor Ferrari mit 49 Punkten. McLaren auf der 3 mit 36 Punkten. Mercedes auf 4 mit 28 Punkten. Renault mit 14 Punkten auf der 5. Force India mit 9 Punkten auf 6. Dann kommen wir tatsächlich auf der 7. Sensationell. Vor Williams, BMW sauber. Lotus hat den 10. Platz vor Toro Rosso, um Gottes Willen. Und Virgin, wieso ist Lotus... Ach, da war der... Der Trulli auf 13, oder wie? Auf 13 oder 14 im Bahrain-Rennen, das kann sein, das habe ich so wirklich nicht mehr im Kopf. Naja, ich würde sagen, das war ein rundum erfolgreiches Wochenende. Mit uns auf Platz 12 in der Gesamtwertung nach dem zweiten Rennen mit 2 Punkten und HRT sitzt sich auf Platz 7. Williams wird uns schnappen, da bin ich überzeugt. Auch BMW sauber wird noch kommen. Aber Lotus, Toro Rosso und Virgin können wir realistisch gesehen hinter uns halten, wenn Toro Rosso so weitermacht. Wie bisher. Optimistisch bleiben und in Malaysia schauen, wo es dahin geht. Nicht zu hoch greifen. Also ich bleib auch in Malaysia bei meiner Philosophie. Teamkollege schlagen, Platz 20 erreichen. Und das reicht erstmal im Qualifying. Im Rennen natürlich Platz 18. Muss man dann schauen. Abwarten. Wir sehen mal, was in Malaysia so möglich ist. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Wünsche euch was. Freue mich jetzt über die 2 Punkte. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Bis zum nächsten Mal in Malaysia. Macht's gut und tschüss.